Hallo und willkommen zusammen zum Kopterforum.de. Ich habe hier eine neue FC von der Firma Firus FPV. Das Teil nennt sich Fortini F4. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, was wir in dieser kleinen Superbox alles drin haben. Wir haben, fällt uns schon mal die Anleitung entgegen, eine kleine Kurzanleitung in Englisch, technische Daten, wie die FC verlötet werden kann, beziehungsweise wo die Anschlüsse sind. Und hier haben wir noch mal eine Gesamtübersicht, wie man alles anschließen kann. Dann haben wir hier noch die FC an sich. Die ist jetzt in einem neuen Design gehalten als X. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Hat auch eine sehr schöne rote Farbe, wo ja in letzter Zeit alle Furious FPV-Produkte diese rote Farbe haben. Sehr schön ist auch, dass wir hier vier Ersatzgummis dabei haben, falls mal einer verloren geht, reißt oder sonst irgendwas. Ich hoffe, das sieht man ein bisschen. Also die sind sehr, sehr weich. Ich hoffe, das kommt ein bisschen rüber im Video. Somit ist eigentlich die FC schon mal wieder sehr gut entkoppelt. Und das muss ja auch sein, weil diese FC muss jetzt ein bisschen spicken. Ein Gyro hat, der nennt sich 20602 und der kann bis zu 32 Kilohertz ausgeben. Also sprich, wenn es 32 Kilohertz ESCs hat, kann der richtig in 32 Kilohertz kommunizieren. Meisten FCs, also die ganzen F3 FCs, schaffen es mit dem SPI maximal bis 8 Kilohertz und dann ist aber wirklich schon Feierabend. Und das werde ich auch an dieser FC testen. An meinem D-Quad, darum habe ich die auch gekauft. Was noch hervorzuheben ist, diese FC hat 5 UARTs, kann bis 6S betrieben werden, hat ein 2 Ampere Back und der Gyro wird mit einem eigenen Back versorgt, also mit einer eigenen Stromversorgung, damit der nicht irgendwelche Störquellen über den Strom bekommt. Also die haben sich wirklich was gedacht dabei. Das Teil hat noch ein paar mehr Spezifikationen, wie zum Beispiel den RX kann man anschließen als Spektrum oder als S-Bus. Dafür haben wir hier einen Jumper, der ist jetzt schon mal vorgejumpert auf Serial und hier auf 5 Volt. Also sprich, man kann den auch mit 3,3 Volt betreiben für den Spektrumempfänger bzw. den Satelliten. Das waren nochmal so eigentlich die ersten Punkte, warum ich mir die FC jetzt gekauft habe. Wie gesagt, die 5 UARTs und was noch wichtig ist, das Teil hat einen 16 MB Speicher. Das heißt, man muss nicht wieder mit der Karte rumfuschen und irgendwie versuchen, da die Notchfilter dann einzustellen. Das geht jetzt hier über die FC, weil sie eben diesen 16 MB Speicher hat. Und der ist eigentlich für die Notchfilter vollkommen ausreichend. Und das waren jetzt mal eigentlich meine Kriterien, warum dass ich die FC gekauft habe. Ich werde dazu im Forum noch ein Thread aufmachen, da wo ich die sämtliche technischen Details dann drin habe und auch weiter auf die FC eingehen werde. Gut, so viel zu dem Unboxing, zu den kurzen Daten dazu, die wo mir wichtig waren. Und ja, jetzt werde ich das Timer verbauen und dann kann ich euch was sagen dazu. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen da. Abonniert mich. Danke fürs Zuschauen.